Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. In letzter Folge habe ich versucht, das Ganze hier zu erkunden. Ich bin aber in die falsche Richtung gelaufen. Nice. Und deswegen geht es diesmal in die andere Richtung, weiterhin gegen Pokémon. Das fängt natürlich wieder gut an. Nach den ersten paar Schritten. Aber es ist ja ganz gutes Training. Da habe ich nichts dagegen. Also hier geht es auf jeden Fall schon mal lang. Ich möchte jetzt in die nächste Stadt. Die Story ist das Spannendste der ganzen Geschichte. Muss ich anscheinend durch? Anorit. Überlebst du das? Das wollte ich gerade nicht einsetzen. Naja. Ich habe das irgendwie gerade mit Turbodüse verwechselt. Also, ich wollte es nicht einsetzen, aber als ich das gesehen habe, dachte ich jetzt an Turbodüse. Wenn die Attacke überhaupt so heißt. Hallo, Battle Me. Oh, er sagt es tatsächlich. Was ist das denn her? So, bloß das hast du dir hier gefangen. Hoffentlich zieht die Hälfte ab. Yes. Komm, das überlegst du. Schön. Level 16, komm. Yes. Jetzt komme ich mit Lunastein. Ja. Bitte nicht Level 16. Okay, auch Level 16. Wenn ich es besiege. Wenn es besiegt, dann ist es gut. Wenn es nicht besiegt, dann nicht. Komm schon, das hältst du aus, das hältst du aus. Nein! Oh Mann. Ich wollte es doch noch trainieren. Ganz ehrlich. Na komm. Beende den Kampf. Mit 12 direkt, das ist natürlich gut. Wenn ich es nicht wirklich in mein Team aufnehmen wollte, aber naja. 3000! Wir sehen uns kurz nach dem Cut wieder. Ich gehe meinen Otaru heilen. Und da bin ich wieder. Ich war kurz heilen. Auf dem Weg musste ich nicht. Also haben sich die Pokémon natürlich etwas trainiert. Da kann ich auch nichts dran ändern. Also, falls irgendjemand wundern sollte, ob die Level oder so anders sind. Oder zumindest die P-Leiste. Ja, da kann ich nichts dran ändern. So. Der nächste sagt wieder Battle Me. Clefairy? Mal was anderes. Okay. Also langsam die Attack, also die Attacke ist und nicht die Spezial. Also Angriff. Attacke. Ich hoffe mal, das hat jeder überhört. Potrot. Okay.
Okay. Na komm. Sie ist besiegt. Nice. Macholo oder Macholo oder Macholo. So sieht's aus. Geh mal mit Pikachu oder mit Pikachu oder mit Pikachu rein. So sieht's aus. Jetzt habe ich doch wohl. Ich wollte das nicht einsetzen. Ah, Mist. Das ist natürlich die ganze Zeit ein. Schade. Das ist gut. Dann triff jetzt wenigstens die ganze Zeit. Dann triff wenigstens nochmal. Okay. Dann triff nochmal. Komm, komm, Pikachu, bitte. Das ist jetzt zu geil. Ja! Oh, Alter. Was wird das? Ist das Sturz jetzt einfach richtig? Makuhita, komm, da bleib ich jetzt drin. Einfach nur. Okay, das geht nicht, schau mal. Hätte ich ja sein können. Statik hat natürlich sofort ausgeschlagen. Also es war nicht Statik, es war nur vom Donnerschock, aber ist mir egal wie. Ein Lust. Wie viel Geld man auf einmal bekommt. Jetzt entwickelt sich Otaro, nice. Drohnen, auch bekannt als Divot. Cool. Okay, hier geht's nicht lang. Schon sollten die Gegner kein Problem mehr sein. Mist. Naja, jetzt geht das Ganze wenigstens etwas schneller. Mal sehen, wo das hier hinführt. Hier hoch also, okay. Oh. Kein Gashgen. Falls es so ausgesprochen wird. Also hier gibt es schon recht viele Pokémon in dem Spiel. Das ist nicht so wie bei Pokémon Saphir, wo es an der Vielfalt scheitert. Das ist schon abwechslungsreich. Ja, tschüss, Water Sport. Hoffentlich beginnen. Nein! Ganz ehrlich, da kann ich auch rennen. Fabio. Fabio. Zack. Oh, da gibt's noch was. Ist da unten lang? Nee. Ich glaube nicht. Caputo? Kabuto. Kabuto ist cool. Nice. Ganz ja die Verteidigung natürlich. Ich probiere es einfach.
Ah, ich habe immer noch den XP-Share. Kann ich mal aktivieren. Also aktivieren. Ist der kein Pokémon X oder so? Komm, Baby, Baby. Yes. Yes. Kabuto. Nope. Back. XP-Share, wo bist du? Da bist du. Das ist ein... Ja. Ich will es ja nicht benutzen, ich will es geben. Viel Spaß, Kabuto. Ah, ich habe ja noch ein Fluchzeug, sehe ich gerade. Mist. Mogelbaum. Sudo Mudo. Ach man. Okay, es ist nicht so schlimm wie in diesem Wald, aber trotzdem. Okay, doch, es ist schon fast genauso schlimm. Es scheint ja sogar richtig zu sein. Ich wollte noch gucken, was das für ein Item dort oben ist, aber keine Lust, sorry. Mist. Hallo Kangama, gib mir bitte deine EP. Ah, Comet Punch, Comet Punch, keine Ahnung. Ist auch egal. Viel Spaß mit Kabuto. Wie, das Item liegt nicht in dieser Spur. Hey. Werde ich natürlich Bubblebeam einsetzen. Gut. TM39 so. Okay, gerade war sehr viel. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.